Es ist 3.40 Uhr, also mitten in der Nacht, und ich mache mich jetzt auf den Weg zum letzten Saisonspiel vom FCA. Es geht nach Gladbach zu Borussia Mönchengladbach, und damit Servus zu diesem Stadionblock. Ich hole jetzt gleich noch einen Kumpel ab und dann treffen wir jetzt alle in Augsburg am Hauptbahnhof. Von dort fährt nämlich der Sonderzug nach Gladbach ab. Und ja, auf geht's! Viel Spaß beim Spiel, alle Daumen sind tatsächlich gedrückt und vielleicht bis später. So, und damit hallo vom Borussia Park. Ich bin jetzt hier nach über 8 Stunden Zugfahrt am Stadion angekommen. Und ja, wir haben den letzten Spieltag, den entscheidenden Spieltag. Heute entscheidet sich nämlich, wer in der Klasse bleibt, wer in der ersten Bundesliga bleibt und wer absteigen muss. Für den FCA kann auch noch wirklich alles passieren, zumindest rechnerisch. Realistisch betrachtet ist die Relegation auf jeden Fall noch drin, leider. Aber wir versuchen natürlich jetzt heute den dritten Klassenerhalt fix zu machen. Und ja, genau, um die Klasse fix halten zu können, brauchen wir mindestens einen Punkt, weil wir eine zum Glück sehr gute Tordifferenz haben. Genau, und wenn wir dann einfach mal auf die anderen Plätze schauen, Stuttgart spielt zu Hause gegen Hoffenheim. Da gehe ich schon davon aus, dass Stuttgart das gewinnt. Ansonsten spielt Schalke in Leipzig. Das wird natürlich eine super schwere Nummer, auch wenn es für Leipzig nicht mehr wirklich um was geht. Und ansonsten spielt noch Bochum zu Hause gegen Leverkusen. Und ja, das sind alles ja sehr entscheidende Spiele, wo wir auf jeden Fall hinschauen werden. Genau, aber jetzt natürlich erstmal wichtig, was passiert hier heute im Borussia Park. Und für mich ist es auf jeden Fall noch eine Premiere, weil ich war noch nie hier in Gladbach, noch nie im Borussia Park. Und von dem her bin ich sehr gespannt, wie es drinnen ausschaut. Und deswegen würde ich es mal sagen, wir gehen jetzt direkt rein. So, dann schauen wir uns mal die gute Stube hier an. Ja. Ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Ich finde allgemein ein sehr schönes Stadiondesign. Gefällt mir. So, Gladbacher Mannschaft ist gerade eben reingekommen. Stimmung geht direkt los. Sehr geil. So, da kommt der FCA. Direkt mal mit einem Pfeifkonzert empfangen. Außer natürlich vom Gästeblock. Also ich muss auf jeden Fall sagen, mein Platz, den ich habe, ist echt cool. Hier sieht man auf jeden Fall so die Haupttribüne mit VIP-Lounge. Bin halt direkt in der Kurve. Rechts sieht man noch den Auswärtsblock. Ganz hinten natürlich die Nordkurve von Gladbach. So, genau, die Aufstellungen sind jetzt auch schon draußen. Gladbach spielt mit einem 3-4-2-1 und der FCA spielt offiziell zumindest mit einem 4-2-3-1. Ich habe aber wieder die Vermutung, dass es wieder auf einem 4-4-2 rauslaufen wird. Berisha spielt nicht von Beginn an. Dafür Beljo und Demirovic. Aber mal schauen, wie es heute laufen wird. So, hier werden jetzt noch ein paar Spieler verabschiedet. Unter anderem Lars Stindl, Gladbacher Legende. Einzelne Teile des Stadions motiviert. Gehen gerade. Ordentlich. So, jetzt kommt die Hymne. Alle packen die Schals raus. Auch richtig krass, wie viele Fahnen einfach im Heimbereich sind. Und dazu jetzt noch die Choreo für Stindl. So, jetzt kommt die Aufstellung. Boah, krass. Pfiffe beim Trainer einfach. Oha. Für Turan gibt es auch Pfiffe.
Spieler bei Inter wechselt halt auch. Das wird ja natürlich nicht gern gesehen. Aha, okay. Okay, drück die nächste Hymne. Sehr cool, kann man hier so weiter singen. Zwischenzeit im Auswärtsblock FCA gibt es eine Choreo-Aktion mit Pyro. So, das Stadion erhebt sich. Rudi, bald das Spiel an, wir sind bereit, wir warten. So, let's go, come on. Ein letztes Mal. So, erste Chance im Spiel, die gibt's für Gladbach. Und zwar hier mit einem Freistoß. Boah! Stindelstein da komplett frei. Was macht Kubik da? Okay, aber geklärt. Jetzt hätte beinahe der Stindel noch sein Abschiedstor gemacht. Oh, und Thuram kriegt da sehr frei den Ball. Oh nein! Ach du Scheiße. Das geht viel zu einfach. Ach du Scheiße. Und dann drückt der nächste Angriff. Was ist 2-0? Ey, vierte Minute. Was passiert hier? Ich bin fassungslos. Ich glaube, mit dem nächsten Angriff, Thuram ist völlig frei. Oh mein Gott, das war abseits. Uiuiuiuiuiui. Gladbach wieder mit dem nächsten Angriff. Wieder hier im Vorwärtsgang. Alter, war das knapp wieder von Thuram. Also, wenn hier jemand spielt, dann ist auf jeden Fall nur Gladbach. So, wieder über Thuram. Der dribbelt einfach zwei aus. Oh mein Gott. Kubik hat ihn trotzdem noch. Ey, was passiert hier? Hallo? Also, der FCA kommt jetzt ja gar nicht ins Spiel. Da muss doch was passieren. Ich weiß nicht, vielleicht eine Auswechslung, eine Umstellung. Aktuell extrem schwer. Boah, Stindl ist völlig frei. Nein. Also das gibt's echt nicht. Gladbach müsste schon 3 oder 4-0 führen. Oh mein Gott. So, Engels mit dem ersten Schuss. Okay, also die erste Offensivaktion 24 Minuten. Ja. Dafür Gladbach jetzt wieder gleich im Gegenzug. Der war aber abseits. Der war abseits. Ja, abseits. Und jetzt hat sich Kubik auch noch irgendwie verletzt. Jetzt kommt wirklich alles zusammen hier. So, okay, aber wie es ausschaut, Kubik kann weiterspielen.
zum Glück, ey. Oh nein. Der findet auch noch den passenden Mitspieler. Das war aber kein Elfer. Das war nix. Okay. Es hat so viele gefährliche Aktionen. Das ist Wahnsinn. Und nochmal eine Chance für Thuram, der einfach durchmarschieren kann. Durch den 16er und abschließen kann. FCA schaut nur zu. FCA mit einer Chance? Nee, nicht wirklich. Nein! Hofmann macht's alleine. Ich dachte, der spielt noch ab. Ey, es ist verrückt. Der FC hat einfach keine Chance. Fehlen auch die Worte. Ich hab noch Glück, nochmal eine Chance. Er zeigt Elfer. Er zeigt Elfer. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Das war wahrscheinlich die letzte Aktion vor der Halbzeitpause. Ich will es gar nicht sehen. Stindl darf antreten. Es gibt sogar nochmal VAR, okay. Bin ich jetzt gespannt, ob er den zurücknimmt. Das ist außerhalb gewesen. Okay, nochmal Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt. Aber jetzt dafür kriegt er jetzt rot. Weil er dein letzter Mann war. Lass mich raten, der geht jetzt wahrscheinlich auch noch rein, oder? So, also Stindl jetzt hat mit dem Freistoß. Und Kubek, hey. Ja. Ihr seht's ja selbst. So, jetzt dann nochmal die Ecke. Ja, schaust immer noch nicht vorbei. Bitte pfeif einfach nur ab. Bitte Schiri, pfeif einfach jetzt nur zur Halbzeit. Ja, danke schön. So, es ist Halbzeit, aber ich glaube, ich kann mir das Halbzeit-Fazit sparen. Ja, ich meine, ihr habt es alles selber gesehen. Es ist sehr, sehr eindeutig leider. So, genau, und auf den anderen Plätzen steht es 2-0 für Bochum und bei Stuttgart steht es noch unentschieden. Das heißt, aktuell ist Stuttgart auf der Relegation, auf dem Relegationsplatz und wir sind einen Platz zuvor. Aber sobald Stuttgart ein Tor schießt und das Spiel gewinnen würde, sind wir auf dem Relegationsplatz. Also, ja, zweite Halbzeit. Auf geht's. So, zweite Halbzeit, Jungs. Jetzt zählt die erste Aktion in der zweiten Halbzeit, hat natürlich auch Gladbach mit der Ecke. So aus, als kommt immer mal wieder mit seinen Pyro-Aktionen hier. Ja. 52.000 Zuschauer heute. So, vielleicht geht ja mal was über den Standard hier, über die Ecke. Aber nee. Nee, nee, nee. Die Board, der ist eingewechselt. Oh, und dann am langen Pfosten steht leider niemand. Jetzt sind wir schon ab Ecke Nummer 2 jetzt ein bisschen besser kommt oder ob man einen Abnehmer findet? Nee. Es ist zum Verzweifeln. So, also die einzigen Offensivaktionen, die wir haben, sind Ecken. Jetzt hier die nächste. Komm, die ist doch gefährlicher. Ja. Findet man nicht die richtigen Abnehmer in der Mitte. Jetzt vielleicht Flanke. Nee, es ist wie verhext. So, nächster Standard, diesmal ein Freistoß von Vargas. Der geht in die Mauer. Ey, ja, ich. Ja.
fehlen die Worte. Thuram verabschiedet sich jetzt hier. Manche pfeifen, aber die meisten applaudieren hier. So, Standard wieder. Freistoß, der ist gut. Oh, Demirovic. Das war absolut die beste Chance vom FCA in dem Spiel. Und direkt gibt es einen Konter. Hofmann. Er schießt dann daneben. Heilige Maria. Fähiger über die Außen. In der Mitte läuft die. Boah, ein Ding kriegt er auch den Ball. Okay, jetzt kommen zumindest mal die Chancen. Aber wir haben nur noch 10 Minuten Zeit, also ist eng. Gladbach über rechts. Oh mein Gott. Stindl kommt noch nicht zusammen, Tor. Oh, jetzt Stindl. Nein, er liegt. Ja, da geht das drin. Aber abseits bin ich mir aber nicht ganz sicher. Also Stindl selbst kommt auf jeden Fall nicht zum Tor. Und dann wäre es jetzt Player gewesen. Okay, ja, war abseits. So, jetzt geht Stindl raus. Wird noch einmal abgefeiert. Ja, so ist immer sehr schön zu sehen. Hat er sich absolut verdient. Boah, war das laut. So, also das Stadion hat auf jeden Fall Spaß. Die feiern hier Stimmte noch. Ja, aber beim FC geht gar nichts mehr. 90. Minute. So, Gladbach schießt jetzt den Ball her und ich glaube, der Schiri pfeift jetzt ab. Ja, so ist es. Spiel ist aus. 2-0 für Gladbach. Jetzt zählen die anderen Plätze. Also wenn jetzt in den letzten paar Minuten kein Tor mehr gefallen ist, dann hat es der FCA geschafft. Stuttgart ist in der Relegation und Schalke ist abgestiegen. Aber es kann sich immer noch was ändern. Wir müssen es noch abwarten. Also das Spiel in Stuttgart ist aus. 1-1 und damit hat der FCA offiziell die Klasse gehalten. Ich weiß nicht wie. Mehr Glück als Verstand, nur durch die anderen, es ist geschafft. Ich gehe gleich nochmal Pyro an. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, wie das jetzt nochmal so knapp werden konnte. Aber dass wir es jetzt trotzdem nochmal geschafft haben, mir fällt wirklich ein riesen Stein vom Herzen. Aber ich war wirklich sauer teilweise während dem Spiel, weil einfach nichts vorwärts gegangen ist und dass der FCA wirklich so schlecht ist, vor allem auswärts. Und ja, ich kann es gerade aktuell noch nicht wirklich in Worte fassen. Ja, ich melde mich dann, wenn ich zu Hause bin, nochmal. So, ich bin jetzt halt zu Hause und mittlerweile ist es einfach 4 Uhr. Das heißt, der ganze Trip ging über 24 Stunden und ich bin tatsächlich sogar schon seit Freitag in der Früh wach. Also mittlerweile seit 44 Stunden und bin dementsprechend auch wirklich absolut K.O. Aber jetzt nochmal ein paar Worte zum FCA. Der Klassenhalt, er ist geschafft. Das Wie ist völlig egal. Wir haben es geschafft und das ist einfach wirklich super wichtig für den Verein, für die ganze Stadt. Ja, je länger der FCA oben in der ersten Liga ist, desto mehr kann er sich aufbauen. Und ja, in der zweiten Liga hätte der FCA einfach wirklich extrem schwer und wird vielleicht sogar auch erstmal nicht mehr wieder aufsteigen. Von dem her einfach, wir haben es geschafft und ja. Aber man muss dazu auch sagen, unter der Saison sah es ja schon mal viel besser aus. Man war in der Mitte von der Tabelle, man hat schon mal den Blick nach oben gehabt, man war spielerisch gut unterwegs. Aber ja, letztendlich wurde es wieder unnötigerweise extrem spannend und es wurde wieder eng. Vor allem auswärts war man die Saison wirklich extrem schlecht. Wir haben einfach insgesamt in der gesamten Saison 3 Auswärtssiege. Das ist halt eigentlich schon wirklich viel zu wenig. Und wir haben auch, wie es immer so ist beim FCA leider, gegen die Vereine, die unten stehen, verloren. Dafür gab es aber dann wieder einige Highlights, indem man zum Beispiel wieder gegen die Bayern gewonnen hat oder endlich hier nach 11 Jahren auch mal gegen Leverkusen gewonnen hat und das sogar schon 2-mal. Also das waren dann wieder die positiven Seiten. Aber ja, es steckt einfach so viel Potenzial in dieser Mannschaft und man hat es ja auch gesehen, wir haben so viele Punkte allein durch die Führung einfach abgegeben. Hätte man das behalten, dann wäre man eh wieder wo ganz anders, also wäre man viel weiter oben. Ja, schwierig. Es wird sich auch einiges am Kader ändern, das steht ja zum Teil schon fest, aber da wird auch so, was die Zu- und Abgänge angeht, wird sich auf jeden Fall noch einiges ändern. Genau, aber das werden wir dann einfach in der nächsten Zeit sehen.
Man könnte jetzt noch so viel mehr über diese Saison sprechen, aber ja, das wird einfach den Rahmen sprengen. Von dem her lasse ich das jetzt einfach mal bei diesen Worten hier sein. Und ja, zu guter Letzt möchte ich mich bei euch bedanken für euren Support, für eure Unterstützung. Und ja, mich freut es natürlich sehr, dass euch die Videos so gut gefallen. Also wirklich vielen lieben Dank dafür. Und ja, das war es jetzt aber hier von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne noch ein Like da und abonniert meinen Kanal. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.